So könnte Fußball schauen in der Zukunft bald aussehen. Durch die sogenannte Augmented Reality oder die erweiterte Realität. Also die Ausgangsbasis ist erstmal, das Fernseher wird erkannt als Bild und als Fernseher. Dann wird die Position dazu berechnet. Das heißt, ich kann also im Prinzip in der Zukunft jederzeit während einem Spiel, egal wo ich mich befinde, mein Handy rausholen, ich halte es drauf und ich rufe aktuelle Geschichten auf, zum Beispiel eine Heatmap, Laufwege, Passwege, Ähnliches. Und auch so bringt die erweiterte Realität Vorteile mit sich. So kann man zum Beispiel Infos direkt anfordern oder Produkte direkt kaufen. AWE ist die Augmented World Expo. Es ist die größte Konferenz, die die virtuelle und die erweiterte Realitätsindustrie zusammenbringt. Firmen, Investoren und Startups kommen zusammen, um die Industrie nach vorne zu treiben. Auch Greenscreens, für uns als Fernsehmacher jetzt nicht unbedingt die Neuigkeit, aber es ist trotzdem eine Neuigkeit, weil es ist ziemlich cool. Es ist eine Virtual Reality verbunden mit einer Mixed Reality. Ja, schon, habe ich das richtig verstanden? Genau, ich meine, der Begriff Mixed Reality, der ist ja inzwischen so ein bisschen sehr verwaschen, aber was wir mit Mixed Reality bezeichnen, ist, dass wir Virtual Reality Content haben, also ein Virtual Reality Spiel beispielsweise oder auch Tilt Brush und verwenden Greenscreen-Technologie, um den Spieler oder den Anwender der Anwendung in die Welt sozusagen hineinzubringen. Ja gut, das war jetzt sehr fachbezogen. Einigen wir uns darauf, dass es verdammt viel Spaß gemacht hat. Auch wenn man von außen zugegeben etwas unbeholfen wirkt. Bei VR geht es darum, deine Augen zu bedecken, um dich so in eine andere Realität zu transportieren, um etwas zu erleben, was es so eigentlich gar nicht gibt. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Gefühl vom Fliegen und das mit vollem Körpereinsatz. Ich bin gefangen in der virtuellen Welt, der Augmented Welt, der erweiterten Realität. Ich bin fasziniert und schaue mich jetzt einfach noch ein bisschen um und lasse die Eindrücke der virtuellen Welt auf mich wirken.